Der Volksmusiktag in Illerbeuren findet immer am zweiten Sonntag im Juli statt, schon seit vielen Jahren. Und er hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem ganz tollen Event entwickelt. Wir haben in diesem Jahr 32 Gruppen dabei gehabt, die über das ganze Museum gespielt haben und gesungen, teilweise auch getanzt, Tanzgruppen. Und es gibt wirklich in jeder Ecke einen neuen Klang zu entdecken. Jedes zweite Jahr ist auch die Verleihung der Schwäbischen Nachtigall. Das ist der Volksmusikpreis des Bezirks Schwaben, der an verdiente Persönlichkeiten der Volksmusikpflege verliehen wird. Das ist immer ein ganz besonderer festlicher Beginn. Und danach gibt es einen Frühschoppen für alle Musikanten. Die können da zusammenkommen, sich kennenlernen oder ratschen oder alte Bekannte treffen. Und dann verteilen sich die Gruppen über das ganze Gelände. Mir hat gefreut, dass heuer sehr viele junge Leute dabei waren. Es waren zwei Kindergruppen mit dabei, die ganz toll musiziert haben. Und dann waren wir altersmäßig gut aufgestellt. Ältere Leute, Mittelalte und ganz junge. Das war das beste Wetter, das wir je bei einem Volksmusiktag hatten, an den ich mich erinnern kann. Meistens war es recht heiß, es hat Gott sei Dank nie geregnet, aber heute war wirklich optimales Sommerwetter. Schön war heute besonders auch wieder der gemeinsame Abschluss, das gemeinsame Singen. Da waren wahrscheinlich fast 250 Leute da, die miteinander gesungen haben, und das ist wirklich ein ganz schöner Abschluss, und da geht mir das Herz auf.